Und wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt Nummer 4, ein Antrag der AfD-Fraktion. Herr Lomme, bringen Sie nun bitte ein. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream draußen. Ja, es war eine sehr gute Debatte und ich möchte da auf einiges von den Vorrednern eingehen und macht er selten, aber ich muss das wirklich sagen, muss mal den Beitrag der Linken von Herrn Matthies loben, da war sehr viel Wahrheit dahinter. Es wurde gesagt, ja, wir lernen dazu, und es verändert sich vieles und wir arbeiten an unserem Lernen. Das stimmt. Aber ich bin der Meinung, wenn wir lernen, dann können wir die Leute nicht zu etwas zwingen, was unwiderruflich ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Herr Matthies hat recht, ja, wenn er glaubt, ja, das Gesetz wird nicht angewendet, weil es ja dann sowieso bald zu Ende ist. Wenn der Oberbürgermeister sagen würde, ja, das trifft hier zu, weil die Verfahren viel zu lange sind, dann sparen wir uns jetzt ein. Ich ziehe den Antrag sofort zurück. Und Frau Dr. Vogel spricht, dass wir keinen Pflegenotstand haben und ihr sozialdemokratischer Parteivorsitzender bzw. Kanzler spricht von 25.04.2021 von dringend notwendigen Maßnahmen gegen den Pflegenotstand. Ich glaube eher Herr Scholz als Ihnen, Frau Dr. Vogel. Jetzt zu unserem Antrag. Warum haben wir ihn gestellt? Ja, auch ich bekenne mich dazu, dass Gesetze natürlich einzuwenden sind und ich möchte jetzt nicht weder die Stadtverwaltung noch irgendjemand dazu auffordern, Gesetze zu brechen. Nein, das ist nicht der Fall. Ich möchte aber auch gleichzeitig die Verwaltung, und das ist der Hintergrund dieses Antrags, dringlichst darauf bitten, den Ermessensspielraum, über den wir heute sehr viel gehört haben, weit auszulegen zugunsten derjenigen, die unsere Gesundheit gepflegt und betreut haben. Nämlich den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärzten, ist eine Pflicht in ihrer eigenen Angelegenheit die Dankbarkeit, die die Politik gibt? Ich glaube nicht. Und schließlich, es wurde sehr viel Kritik an unserer Rednerin getroffen, ja, sehr harsch, muss ich sagen. Ich verstehe das nicht, weil man muss ihrer Meinung nicht folgen. Aber es gibt viele Organisationen von Ärzteschaft von individueller Impfpflicht, ja, für individuelle Impfentscheidungen, die folgen schon ihrer Meinung. Also es gibt ja verschiedene Meinungen, aber ich wusste ja nicht, dass hier Leute sind, die das alles besser wissen. Also für mich ist das für mich völlig in Ordnung, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Die Bitte an die Stadtverwaltung ist, Mitarbeiter zu parken, da hieß es auch, ja, das ist nicht die Aufgabe der Stadt, das stimmt. Aber es wäre ein Ausdruck der Wertschätzung ihrer Arbeit und wir können sie ja mal gebrauchen. Also ich sage, nach der Corona ist vor vielleicht der nächsten Grippewelle, die uns ereilt. Und dann haben wir uns vielleicht verschätzt mit denjenigen, die wir zu früh weggeschickt haben. Daher bitte ich die Verwaltung dort im Rahmen des Möglichen dafür zu sorgen, dass alle an Bord bleiben können. Herzlichen Dank. So, angezeigt ist mir eine Wortmeldung nur, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz so kann man das nicht stehen lassen. Ich glaube, es ist etwas zu kurz gesprungen, was die FDP sagt, dass das der Arbeitsmarkt das hergeben würde und dass wir auf die Mitarbeiter einfach verzichten können. Ich glaube, unabhängig von der politischen Bewertung, Impfen oder Nicht-Impfen einzelner Mitarbeiter, greift der Antrag der AfD ein wichtiges Thema für die Betroffenen auf. Die meisten betroffenen Mitarbeiter wollen unabhängig vom Impfstatus Zukunftssicherheit. Und es ist eben keine sichere Zukunft, wenn man nicht weiß, ob es ein Betretungsverbot gibt, ob das Infektionsschutzgesetz verlängert wird oder nicht, wie schnell die Verwaltung arbeitet. Und da sollte doch die Landeshauptstadt als großer und guter Arbeitgeber, das sollte doch wichtig sein, dass das Betriebsklima in den betroffenen Bereichen auch
bis dahin gut bleibt, dass die Kündigungsschutzgesetze beachtet werden. Und man sollte zum Schluss nicht ganz vergessen, dass wir nicht nur ein Fach-, sondern mittlerweile einen Arbeitskräftemangel haben. Denn hier liegen auch die Chancen, denn das Thema besitzt für die Landeshauptstadt Dresden auch eine große personalwirtschaftliche Relevanz. Immerhin reden wir davon, dass ein Sechstel des Personals im städtischen Klinikum darunter fällt. Das sind über 500 Mitarbeiter. Die lassen sich nicht ohne weiteres ersetzen und sie haben auch gewisse Auswirkungen auf das Betriebsklima. Wir erwarten daher vom Oberbürgermeister, dass er gemeinsam mit den Leitungen der betroffenen städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe und insbesondere mit den Personalvertretungen zeitnah nach Lösungen sucht. Beispielsweise wäre es möglich, Angebote für andere Tätigkeiten innerhalb der Stadt Dresden und zugehörigen Unternehmen und Eigenbetrieben zu machen und dahingehend Umschulungsangebote gemeinsam mit der Arbeitsagentur zu machen oder Sozialpläne aufzustellen. Dies wäre ein wichtiges Zeichen in die Belegschaft. Wir kümmern uns um euch. Die Antragsteller sprechen hier zwar ein wichtiges Thema an, aber wie sie es machen, ist allerdings völlig deplatziert. Der Antragstext ist handwerklich schlecht und die Beschlussvorschläge liegen weitgehend nicht in unserer Zuständigkeit. Die Begründung ist offen gesagt nur Geschwurbel. Diesem Antrag in der vorgelegten Form können wir nicht zustimmen, da das Thema aber für die Betroffenen eine sehr wichtige, teils existenzielle Frage ist, werden wir uns enthalten. Danke. So, weitere Wortmeldung, Herr Hannig. Und dann. Ich erlaube mir von der Seite noch mal kurz Stellung zu nehmen, weil das, was ich sagen will, sich zum Teil nur inhaltlich bezieht. Zum Teil ist es auch eher, was die Tagesordnung angeht. Inhaltlich bin ich beeindruckt, Herr Schmählich, dass wir uns tatsächlich einer Meinung sind. Das Tragische ist, dass, wie wir heute gemerkt haben, auch Herr Mattes und Herr Blödner, wir können es halt nicht zugeben. Ne? Wir müssen uns immer den Schaum vom Mund abwischen und unseren politischen Gegner diffamieren. Aber im Grunde haben Sie doch recht, na klar haben Sie recht. Na sicher haben Sie recht mit meinen Angriffen gegen den Gesundheitsminister, den ich für einen schlechten Minister halte, für einen inkompetenten Typen. Aber ich stimme in allem anderen, was Sie gesagt haben, stimme ich Ihnen völlig zu. Und dass bei mir immer ein bisschen Populismus mitschwingt, da stimme ich Ihnen auch zu. Fakt ist doch, wenn wir uns mal den Geifer vom Mund wischen würden und aufhören würden, uns ständig gegenseitig anzupinkeln, auf Deutsch gesagt, und uns zu beweisen, wie cool wir bitte? Das mache ich doch. Ich wische mir den Geifer doch vom Mund. Dann könnten wir viel besser reden. Und deswegen möchte ich etwas anderes nochmal vortragen, weil mich das doch sehr enttäuscht hat zum Thema Geifer vom Mund wegwischen. Allgemeine Verhaltenspflichten während der Ratssitzung sind unter anderem eine an der Sache orientierte Mitwirkung der Ratsmitglieder. Worum geht es mir? Wir haben eine gute Tradition gehabt, dass Gastredner hier nicht angegriffen werden. Diese Tradition, oder zumindest nicht unsachlich angegriffen werden, diese Tradition spiegelt sich aber in den Gemeindeordnungen der Länder wider, wo nämlich drinnen steht, dass die politische Auseinandersetzung unter Ratsmitgliedern durchaus härter und unsachlicher geführt werden kann, als gegenüber Unbeteiligten und fremden Dritten. Und insofern möchte ich ausdrücklich die Sitzungsleitung auffordern, mit einem Ordnungsruf gegen die Rednerin der SPD zu reagieren, weil Frau Dr. Vogel, deren Ausführungen ansonsten völlig korrekt und berechtigt sind, in einer völlig unangemessenen Art und Weise ihre Amtskollegin, die hier gesprochen, die hier eine Rede gehalten hat, die Rednerin mit dem Rederecht der AfD anzugreifen, sie zu beschimpfen, ihr gar und zu unterstellen, dass sie den Hippokratischen Eid nicht erfüllt, das ist von der Gemeindeordnung nicht gedeckt und das kann und ich denke, das sollte auch von der Sitzungsleitung mit einer Ordnungsmaßnahme geahndet werden. Mir persönlich, Frau Doktor, tut sehr leid, dass Sie sich das hier anhören mussten. Das sollte eigentlich, einen derartigen Angriff sollte ein Gastredner an einem Stadtrat nicht über sich ergehen lassen müssen. Als nächster Redner Herr Lichti und dann Herr Mattes. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Hannig, ich frage mich tatsächlich allmählich, wo haben Sie eigentlich Ihre juristische Zulassung gefunden? In der Cornflakes-Tüte oder wo? Also was Sie hier zum wiederholten Male mit dem Anspruch, eine juristische Aussage zu machen, von sich geben, da schüttel ich mich. Da schüttel ich mich wirklich. Sie bringen nicht zum ersten Male unseren ganzen Berufsstand in Verruf. Also unglaublich. Sorry. Ich möchte auch ausdrücklich die hochgeschätzte Kollegin Dr. Vogel gegen ihre Anwürfe verteidigen. Ich bin ihr ausdrücklich dankbar für ihre Rede. Sie war auf dem Punkt. Und auch ihre Kritik an der Gastrednerin war für meinen Geschmack mehr als zurückhaltend, um es freundlich auszudrücken. Es wären ganz andere Worte geboten gewesen,
Aber Frau Vogel ist ja ein höflicher Mensch. Frau Dr. Vogel, ich habe den Doktortitel genannt. Weswegen ich mich aber gemeldet habe, ist ein paar Zungenschläge, die der Kollege Böhm gebracht hat. Ich glaube, er hat es gar nicht böse gemeint, aber die sind mir aufgefallen. Er hat die ganze Zeit von den Betroffenen gesprochen. Wen hat er damit gemeint? Natürlich entsprechend der Debatte, den Pflegerinnen und Pflegern, dem ärztlichen Personal, auch dem anderen Personal, was der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegt. Klar, werfe ich dir nicht vor. Aber es ist doch bezeichnend, dass wir in dieser Debatte für Betroffene die Leute, die jetzt zur Impfung verpflichtet werden sollen, betrachten. Und gerade nicht die Menschen, die auf die Pflege und die ärztliche Versorgung durch diese Personen angewiesen sind, nämlich die Patientinnen und Patienten und die alten Menschen und die Pflegebedürftigen. Und mein Kollege Michael Schmählich hat es zu Recht gesagt, ich habe es hier von hier oben auch schon oft gesagt. Es kommt aber nicht an. Es kommt bei Ihnen im Stadtrat nicht an und es kommt leider auch nicht in der Öffentlichkeit an. Die Personen wären darauf angewiesen gewesen, dass sie von Personen gepflegt worden wären, hätten werden sollen, die geimpft gewesen sind. Und wir wissen, die Impfung ist seit über einem Jahr möglich. Wir haben gehört, wie die Uniklinik damit umgegangen ist. Es war also möglich. Es war leider in zu wenig Einrichtungen möglich. Und deswegen sind viele Menschen gestorben. Und ich finde jetzt kein Wort, dass das wirklich angemessen ausdrückt. Ich finde es ungeheuerlich, dass wir hier zum wiederholten Male anlässlich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht an dem eigentlichen Thema total vorbeireden. Nämlich, dass es uns nicht gelungen ist, gerade die Verletzlichsten in dieser Gesellschaft zu schützen, obwohl wir es hätten können, weil uns der Wille gefehlt hat, weil wir uns in irgendwelchen abseitigen Debatten irgendwie ergangen sind und weil wir nicht den Mumm hatten, das zu tun, was klar ist, was hätte getan werden müssen und was hätte getan werden können. Und ich wünsche mir endlich mal diese Zeit herbei, da wir uns mal alle in den Spiegel gucken können und sagen können, ja, da haben wir versagt. Sorry, wir haben leider diesen Stand noch nicht erreicht. Ich bedauere das sehr. Danke. Als nächster Redner Herr Mattes. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, da habe ich vorhin so leichthin gesagt, wir haben in der Pandemie alle dazugelernt, wie man das eben so sagt, mit dem einschließenden Wir. Und dann äußert sich Herr Lommel dazu und da muss ich noch mal klarstellen, ich wollte die AfD-Fraktion nicht vereinnahmen. Ich gebe zu, natürlich stimmt es so, wie ich es gesagt habe, nie. Es gibt auch Leute, die haben auch in dieser Pandemie nichts dazugelernt. Und ich kann, also diese Absurdität des Vorgangs, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen, da braucht man noch gar nicht über die Inhalte reden. Ich lese einfach mal den Leuten, die da zuhören, die Formel vor, mit der dieser AfD-Antrag beginnt. Normalerweise beginnt der Stadtratsantrag mit der Aussage, der Oberbürgermeister wird beauftragt, dieses oder jenes zu tun. Dieser Antrag beginnt mit der Formel: Dem Oberbürgermeister wird unter Wahrung seiner Zuständigkeit für Pflichtaufgaben nach Weisung gemäß § 53 Absatz 3 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung seitens des Stadtrates anempfohlen. Sie beschäftigen uns allen Ernstes eine Stunde damit, dem Oberbürgermeister etwas anzuempfehlen. Was ist denn das für ein Quatsch? Also ich wäre schon froh. Ich wäre schon froh, wenn der Oberbürgermeister es schaffen würde, die Dinge, mit denen wir ihn ausdrücklich beauftragten, umzusetzen. Da wäre schon viel gewonnen, wenn er das meistens machen würde.
aber ihm etwas anzuempfehlen, was gar nicht in unsere Zuständigkeit fällt, also das ist wirklich so ein Quatsch, den kann man nur ablehnen. Danke. Als nächster Redner Herr Blinkert. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Wir haben jetzt viele Anschuldigungen gehört, ich muss sagen, viele unwahre Anschuldigungen. Wenn Sie jetzt richtig überlegen, hat zum Beispiel der Herr Lichti und der Herr Schmählich eigentlich gefordert, ja, wir wollen eigentlich schon Impfpflicht vor einem Jahr mit nicht zugelassenen Impfstoffen, die in der Probe sind. Ja, wir wollen, dass die Leute geimpft werden mit nicht zugelassenen Mitteln. Jetzt ist die andere Frage, wer hält denn eigentlich im Moment, das wissen Sie selber hier vorne, wenn Sie in Ihre Abteilung in Kreischer gucken, wie viele Leute fallen denn im Moment aus? Wie viele werden krank von den Mitarbeitern? Eigentlich müsste ja die Uniklinik, laut Aussage von dem Herrn vor uns, sich hier brüsten können und sagen, wir haben gar keinen Personalausfall aufgrund Krankheit, aufgrund Corona. Ja? Das Nächste ist, was Sie sich überlegen müssen, wenn Sie logisch denken, Sie haben andauernd die Nachrichten gesehen, ja? Alle Pfleger geimpft. Alle Heimwohner beimpft, Corona-Ausbruch, mehrere Tote. Das Durchschnittsalter der Corona-Toten in Dresden, können Sie selber nachverfolgen, ja? Lag eine ganze Zeit jenseits des normalen sterblichen Lebensalters in Dresden. Und Sie sagen immer jetzt, unser Antrag wäre nicht korrekt, ja? Anempfohlen, Sie können das gerne ändern, Herr Matthies, wir befehlen das. Das klingt gut, ne? Wir haben das weich formuliert, ja? Eigentlich war auch die Forderung bei uns das, was vor uns der Herr von der CDU gemeint hat. Warum sagen wir nicht, dass die Leute in dem Sinne weiter beschäftigt werden sollen, also Geldzahlung erfolgen soll, ohne dass die Leute tätig sind? Das stand ursprünglich drin, das wurde zurückgewiesen. Deswegen ist es erst heute auf der Tagesordnung. Es wurde das letzte Mal wegen sachlichen Sachen rechtlich zurückgewiesen. Dann machen Sie doch den Antrag, ändern Sie unseren Antrag ab. Haben wir gar kein Problem damit. Wir haben es nämlich in anderen Fällen auch gemacht, wo zum Beispiel ganz viele Akteure der Freien, Träger der Kultur, Jugendhilfe etc. auf 70% nur rumkrebsen mussten, wie der normale Arbeiter im Lockdown. Ja, da haben wir es angehoben auf 100%. Aber hier können wir es nie anheben und sagen, die Leute, die jeden Tag auch sehen, wie viele Impfschäden es gibt, die Leute, die sich demzufolge derzeit bewusst gegen die Impfung entscheiden, denen wollen wir gegen das Knie hauen. Die Leute gehen auch regelmäßig auf Arbeit. Da können Sie mal Ihre Statistiken befragen. Und Sie können natürlich auch jetzt mal gerne Statistiken befragen. Wie sieht es denn im Moment im Krankenhaus Friedrichstadt und Neustadt aus? Wie sind denn dort die Krankenstände? Wer ist denn krank? Wer wird denn eingeliefert? Wer ist denn Corona schwerkrank? Wer ist denn Corona eingeliefert mit leichten Symptomen? Wie ist denn die Impfquote und so weiter und so fort? Ja, das sollten Sie sich überlegen. Sie fordern hier immer wieder eine Diktatur heraus, eine Corona-Diktatur. Und ich muss sagen, als abschließendes Wort, ja, ist die schlimmste Pandemie aller Zeiten. Ja, und zum Glück hat dieser Stadtrat bis jetzt derzeit ist davon ausgegangen, dass wir davon alle verschont sind, ja, ob gesund oder geimpft. Ja, erübrigt sich eine weitere Kommentierung, das kommentiert sich selber. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht, der es ablehnt. Also wer den federführenden Ausschussbericht, also den ablehnenden federführenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung?37 Ja, 16 Nein, 11 Enthaltungen. Damit ist der federführende Ausschussbericht angenommen und der Antrag abgelehnt.